liebe Filmfreunde, hier ist euer Voorhees 80 mit einem neuen Voorhees schaut an Video für euch. Und eigentlich war dieses Filmchen gar nicht in dieser Rubrik geplant, aber der liebe Ibrahim Karahüsein hat mich doch gebeten, ob ich von diesem Film ein Voorhees schaut an Video machen könnte, nämlich es handelt sich um den Film Sonic the Hedgehog. Und angeblich oder anscheinend habe ich wohl den lieben Sonic wohl als Fuchs bezeichnet in dem Unboxing-Video. Das müssen wir gerne mal revidieren. Natürlich ist ein Igel, ist natürlich klar. Und ja, ich bin schon gespannt auf diesen Film. Die Meinungen zu diesem Film sind ja sehr gemischt. Eine finden sie eben extrem cool, andere finden sie extrem schlecht. Ich werde nur meine eigene Meinung bilden, aber wohl Jim Carrey soll wieder in seinen Glanz leisten oder hier brillieren. Und ja, der Film geht 99 Minuten. Die größte Kritik wahrscheinlich ist aber an diesem Film, dass wohl hier Sonic gesprochen wird von dem Julian Bam, ist auch ein YouTuber. Und das soll wohl extrem furchtbar klingen. Also ich bin wirklich gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wenn ich hier so das Menü angucke, wäre das schon mal extrem cool. Denn hier haben wir schon mal die alten, schöne 2D-Ansicht noch von den ganzen alten Spielen. Und das hat mich schon mal positiv überrascht. So, ich lege jetzt meine Füßchen hier hoch und hoffe, ich penne nicht ein, denn ich bin ein bisschen im Arsch. Aber das wird auf jeden Fall wieder sehen, ne? Und dann gibt es nach dem Film, nach den 99 Minuten in Sonic-Geschwindigkeit, ja, meine Meinung zu diesem Film. Ihr seid gespannt und nun viel Spaß mit dem Sonic-artigen Vorlauf. Bis gleich. So, liebe Leute, wir starten nun mit dem Film und ich drücke jetzt da mal auf Play und let's go. Thank you.
Freunde, der Film ist aus und jetzt gibt es noch ganz fix meine kleine Meinung zu Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog ist nun vorbei und jetzt kommt meine persönliche Meinung zu diesem Film. Ja, ich muss von vornherein erstmal sagen, ich war noch nie der wirkliche Sonic-Spieler. Ich hatte auch noch nie eine Sega in meinem Konsolenrepertoire. Nur die Xbox, einmal die Vita, einmal die PlayStation 3. Von den ganzen älteren Konsolen bekam ich leider von meinen Eltern keine, deswegen kann ich jetzt leider nicht mitreden, wie die Spiele so waren. Ich habe es damals gerne mal gezockt bei meinen Kumpels, die haben das Ding gehabt, aber halt nur ganz kurz. Aber ich war auch nicht der Freund davon, von dem kleinen Igel. Mir hat immer eigentlich Rayman besser gefallen, muss ich zugeben, was einfach viel lustiger war. Der ist einfach ein süßer Charakter gewesen. Aber gut, ist nochmal so. Trotzdem wollte ich mir diesen Film angucken und ja, ihr habt ja bemerkt, ich habe doch ab und an mal ein bisschen mehr gelacht, denn er war eigentlich auch gar nicht mal so schlimm, wie ich es eigentlich erwartet habe. Denn viele haben ja schon geschrieben, viele haben gejammert, dass dieser Film einfach nur schlecht ist, extrem dummer Klamauk und ja, man muss wirklich sagen, dieses Filmchen ist wirklich jetzt nicht für die Erwachsenen so geeignet, beziehungsweise eben nicht, ist eher für Kinder gedacht, dieser ganze Film. Und es merkt man natürlich an den Dialogen. Viele Dialoge sind natürlich schon witzig, aber natürlich auch extrem plump. Und manchmal denkt man, oh Gott. Aber so an sich, er unterhält auf jeden Fall. Der Film kam am 13. Februar 2020 in die deutschen Kinos und einen Tag später ging es dann auch in den USA los. Der Film geht ca. 99 Minuten und ist ab 6 Jahren freigegeben, was ich auch gut finde. Eher noch ein bisschen älter, ganz ehrlich, aber dazu gleich ein bisschen später mehr. Regie führte hier der gute Jeff Fowler und der letzte Film war vor ihm nämlich 2009, Wo die wilden Kerle wohnen, und seitdem hat er keinen Film mehr gemacht, also fast 11 Jahre, wo er hier nichts gemacht hat. So, kommen wir zur Hauptrolle. In Hauptrollen haben wir natürlich hier den guten Jim Carrey und muss ich wirklich sagen, hier brilliert er wirklich extrem geil mit dem Dr. Ivo Robotnik und ja, er natürlich als Künstler oder Komödiant kennt natürlich auch Bruce Allmächtig. Nicht zu vergessen die genialen Ace Ventura Teile 1 und 2, der Ja-Sage und natürlich auch noch vor allem noch dann von Batman Forever als der Riddler. Und
ich muss ja sagen, hier gibt es ein paar Parallelen zu The Riddler, muss ich sagen, wie er immer so läuft, so vorgestreckten Kopf. Und er natürlich auf jeden Fall Overacting ohne Ende. Und ich finde, ich mag auch Jim Carrey, muss ich wirklich sagen. Also ich mag ihn wirklich, habe ihn schon gemocht. Und hier hat er wieder seine Glanzleistung gezeigt, was er damals mal drauf gehabt hat. Und ist auch irgendwie ruhig um ihn geworden. Dann haben wir noch den James Marsden. Und vielleicht erkennt man das ja auch im Film oder im Video, wie ich da manchmal geguckt habe. Denke ich, woher kenne ich diesen Schauspieler? Ich wusste nicht, woher. Lege ich das mal jetzt weg, okay. Echt. Spielt hier der Tom Wachowski als Polizist und da war ich wirklich, woher kenne ich denn den? Und ein bisschen googeln und ein bisschen forschen. Ja, natürlich, es ist der Cyclops von den X-Men-Filmen. Jetzt ein Lichtblick. Und auch bei Hopp, Osterhase oder Superstar damit gespielt. Auch ein ganz toller, schöner Film für die Familie. Ein ganz toller Film, wirklich war. Und noch der geile Thriller The Loft. Als Sonic the Hedgehog haben wir natürlich hier den Ben Schwartz und ihn kennen wir aus The Walk. Und dann die extrem heiße, leckere Tika Sumter ist die Maddie Wachowski und sie kennt man aus Salt. Bekannt wurde sie bei Gossip Girl, Get On Up und auch bei Along White. Also wirklich ein sehr hübsches Dame, muss ich wirklich sagen, wirklich ein sehr lecker. Produktionskosten war bei diesem Film 85 Millionen US-Dollar und was soll man sagen, ja, dieser Film war natürlich jetzt 2020 ein großer Erfolg, denn er hat weltweit 307 Millionen US-Dollar eingespielt und der zweite Teil ist sogar schon in Arbeit. Also wir können uns schon mal darauf freuen, denn hier muss man wirklich sagen, bleibt auch noch mal kurz noch sitzen, im Kino nicht, aber hier können wir ein bisschen vorspulen, nämlich es kommt nämlich noch eine kleine Abschieds-, zumindest Schlussszene während der Credits und da einfach mal dranbleiben, denn da gibt es eine kleine weitere Überraschung zu Sonic und jetzt sind wir schon gespannt auf den zweiten Teil. Leider gab es Beschwerden ja durch den ersten Trailer von Sonic, er war einfach zu menschlich, hat einfach nicht so schön ausgesehen und deswegen musste der ganze Film verschoben worden auf fast einem ganzen Jahr, damit eben Sonic überarbeitet wurde und was hier rausgekommen ist, muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr gut und Sonic macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. So, jetzt kommen wir mal zu meiner persönlichen Meinung zu Sonic the Hedgehog und wie ich schon sage, ich habe wirklich nicht sehr viel erwartet und trotz alledem, er hat mich auf jeden Fall unterhalten. Also ihr habt schon bemerkt, es gibt wirklich einige Szenen, wo ich wirklich sehr viel gelacht habe. Es sind wirklich viele Lacher dabei, wo man sich sagt, okay, es ist einfach, natürlich, es ist jetzt ein Familienfilm, es ist jetzt kein Film, den man jetzt halt ernst nehmen sollte und man darf noch, wenn man ihn nicht irgendwie ernst nehmen könnte, dann hat man echt ein Problem, diesen Film dann irgendwie zu gut zu finden. Er hat natürlich extrem witzige Dialoge, auch natürlich mal plumpe Dialoge, ja, ist auch auf jeden Fall auf das Teenager-Niveau, wo wir jetzt eigentlich jetzt allgemein haben. Aber das stört mich jetzt bei diesem Film eher weniger. Es gibt auf jeden Fall zwei extreme Lachen, die ich für mich persönlich auch gesehen habe. Einmal die eine Szene hier, die Schildkröten-Szene, wo Sonic eben diese Schildkröte von der Straße rettet und dann mit ihr nämlich dann durch die Gegend rennt, um halt eben dann ihr mal zu zeigen, wie schön es ist, mal schnell unterwegs zu sein. Und das fand ich wirklich extrem geil. Ja, und die Schildkröte dann zum Schluss gezählt hat. Also, das fand ich wirklich extrem witzig. Und die eine Szene noch dazu noch, war natürlich hier diese kurze Furzszene, wo eben Sonic einen loslässt und da, ich mag einfach gerne solche Witze. Viele finden es vielleicht plump und total albern und total bescheuert, aber ich mag das auch. Also ich bin da wirklich recht offen in diesem Falle und von daher habe ich mich da echt fast weggeschmissen, habe dann auch im Video gesehen. Fand ich wirklich sehr cool. Großer Kritikpunkt ist für mich eigentlich hier, die Anfangsszene kann man sagen, war wirklich überragend. Auch schon über dann diese kleinen, diese Spielringe, wo man eben im Spiel auch sammeln musste, fand ich schon mal sehr cool, dass hier bei dem Paramount-Logo, die oben drüber geflogen sind und auch dann am Anfang hat man gesehen, die Welt von Sonic, wie man es eben aus dem Spiel kennt. Da hätte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr erhofft, dass es sowas mehr in diesem Film vorkommt. Das spielt doch mehr in der Realität, kann man sagen. Und diese Fantasiewelt, wo eben Sonic gelebt hat, kommt eher recht kurz, denn da wird er gleich verschippt. Und das fand ich eben leider ein bisschen, also hätte ein bisschen mehr sein können. Auch diese 2D-Optik wäre cool gekommen, wenn man es in den Film eingebaut hätte. Aber so an sich macht der Film auf jeden Fall extrem viel Spaß. Ich würde da nicht so viel über die Story erzählen, weil ganz ehrlich, es ist ein Sonic-Film. Ja, schaut einfach an, man kann es auf jeden Fall schon mal angucken, muss man wirklich sagen. Ja,
alles in allem, wie ich finde, macht es Spaß, er hat unterhalten und kann ich jetzt wirklich mal sagen, die Effekte sind sehr schön, zum Schluss ein bisschen overacted, also allgemein diese ganze Explosion auch ein bisschen vielleicht zu viel, aber so an sich war jetzt der Film jetzt nicht schlecht und es gibt auf jeden Fall wesentlich schlechtere Spieleverfilmungen, wie zum Beispiel Assassin's Creed, ich hab so einen Hals, Husten, ja, wo ich ja als großer Fan wirklich enttäuscht war von diesem Film, aber der Film, der macht auf jeden Fall, er ist recht locker und macht auf jeden Fall ein bisschen Laune. Ja, nochmal zu dem kleinen Kritikpunkt, wo ich sagen, der Julian Bam als Stimme von The Sonic the Hedgehog, ganz ehrlich, ja, man hätte vielleicht einen bekannteren Schauspieler nehmen sollen, aber ich fand jetzt das jetzt nicht so ganz störend, wie es eigentlich so rüberkommt. Ja, hat mich jetzt eigentlich weniger gestört. Er hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, er hat auch seine Arbeit gut gemacht. Natürlich so bekanntere Stimmen wären natürlich auch lieber gewesen, aber kann man natürlich hier halt nicht haben. Vielleicht was ein bisschen nicht drin gelegen kann ja sein. Aber ich fand jetzt den Julian Bam jetzt nicht ganz so schlimm, wie er eigentlich angekündigt wurde. Und von daher wurde ich wirklich hier rundum unterhalten. Trotzdem, der Film ist natürlich kein Meisterwerk, ist klar. Und jetzt auch kein Meisterwerk, wo man sich immer wieder angucken kann. Und deswegen bekommt von mir jetzt Sonic the Hedgehog 7 von 10 Punkten. Ja, lieber Ibrahim, ich hoffe, dir hat das kleine Vorhäschen an wieder gefallen über Sonic the Hedgehog. Und lass uns mal einen Kommentar mal da, wenn du es gesehen hast. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Und nicht vergessen, heute auch noch anzugucken, mein Filmtagebuch. Denn im Filmtagebuch gibt es auch noch ein paar Filme, wo ich besprechen habe, ohne es auch schon Videos dazu gibt. Also einfach mal angucken, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns eben dann wieder bei dem Filmtagebuch heute. Und morgen gibt es bestimmt noch mehr Videos von mir. Bis dann, tschüss mit Ü und...